So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Metal Gear Solid The Phantom Pain. Gut, wir haben im letzten Part die Mission Unterstützung gemacht und heute machen wir mit der Hauptmission weiter, aber erstmal muss ich mal gucken, wie es jetzt hier alles bei der Mother Base so ist. Okay, wir können hier weitere Basen einrichten. Mhm. Ich habe zwar nicht enorm viel Geld, aber es sollte für ein paar Basen schon reichen. Aber ich kümmere mich darum später. Ich möchte erstmal sparen. Heute möchten wir, beziehungsweise möchte ich, heute die Mission Spuren der Phantome machen. Und dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt damit starten. Kurz die Ausrüstung gucken. Also den Granatenwerfer nehme ich dieses Mal nicht, weil das ist keine Unterstützungsmission diesmal, sondern etwas anderes. Nehmen wir mal diese. Hier kann alles bleiben, wie es ist. Sehr schön. Ja, hier habe ich auch nichts verändert. Gut, starten wir. Mal sehen, was diese Mission mit sich gleich bringen wird. Episode 15: Spuren der Phantome. Wir müssen also die Walker Gear ausschalten. Schön, schön. Here we go. Erstmal müssen wir natürlich erstmal rausfinden, wo die sich überhaupt befinden. Marker placed. Jetzt mache schon hier mal die, das Gebiet hier schon mal sauber. Ich würde mal vorschlagen, wir starten ab den Außenposten. Weil dort können uns dann die Soldaten dann verraten, was die wissen. So, wir sind da. The map has been updated. Analysis complete. Okay, der eignet sich nicht dafür. Aber wir können ihn gerne befragen. Schadet nicht. Analysis complete. Ja, Rang B bei Basisentwicklung. Ja. Oh oh. Verdammt. Guter Schuss, Quiet. Kümmer du dich um die anderen. Danke für die Info. Analysis complete. Sehr schön. Guard post captured. Perfekt.
Die haben ja auch nicht so viel. Ich dachte, die haben irgendwelche versteckte Daten oder so im Internet. Aber nee. Werkstoffressourcen, das kann ich gerne mitnehmen. The targets have been deployed to that outpost. Find and eliminate all of them. Verstanden. Moment, das könnte ich gerne gebrauchen, dankeschön. Auch. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier alles zu erforschen. Wer weiß, was hier alles versteckt sein kann. Es ist wie in Skyrim. Extraction arrived at Mother Base. So, ich würde mal sagen, wir begeben uns jetzt zu unserem Hauptziel. Weil wenn schon uns der Soldat schon verraten hat, wo die ihre Soldaten, beziehungsweise wo sie ihre Kollegen postiert haben, dann können wir schon wissen, wo das ist. Enemy presence detected. The map has been updated. You have arrived at your destination. Boah, das sind aber ganz schön viele. Please select. Quiet, ich brauche mal deine Unterstützung. Ohne dich geht es da nichts. Ja, das hast du mir schon gesagt. Danke für die Wiederholung. Oh, verdammt. Analysis complete. Analysis complete. Oh, das ist wichtig. Marker placed. Hoher Rang bei der Entwicklungseigenschaft. Complete. Sehr schön. Den können wir richtig gut gebrauchen. Aber ich würde jetzt hier ungern eine Massenschießerei anstacheln. Deshalb möchte ich jetzt hier ganz ruhig wie möglich nur vorgehen. Kann ich nur unter dem LKW kriechen? Nee, kann ich nicht. Schade. Das wäre cool. Aber hier? Ja, hier kann ich. Warte, Quiet, noch nicht schießen. Noch nicht. Sehr schön. Dreh dich nur um. Dreh dich nur um, du Sack. So. Jetzt können wir reden. So, was geht? Sehr schön. Danke für die Info. Hallo, mein Freund. Okay, den Gefangenen können wir auch gleich rausbringen. Dankeschön. Danke für die Info. Aber diesen Kerl da jetzt abholen. Ach, was soll's, da machen wir das dann später. Ich muss erstmal. Ne, der ist schon zu weit. Und ich will es nicht riskieren. Wir machen das so. Wir klären erstmal dieses Missionsgebiet und dann kümmern wir uns um diesen Soldaten. Wenn er dann nicht schon über alle Berge dann weg sein wird. Ich hoffe aber nicht. Hey, hey.
Nein. Ernsthaft. Jetzt kann die Show losgehen. Mehr weißt du nicht. Ja, ja, ist klar. Habe ich auch schon viele Mal gehört. Mach ihn fertig. Sehr schön. Verdammt, die haben wahrscheinlich Quiet entdeckt. Yep. Die haben Quiet entdeckt. So, da jetzt der Alarm geschlagen wurde, ist mir jetzt komplett scheißegal. Jetzt hole ich aber wirklich diesen Kerl da raus. Den brauche ich. Der ist ja schon ganz weit entfernt. Wenn er noch weiter rausgeht, dann war's das. Schön ruhig. Das ist er. Sehr schön. Baupläne? Die kann ich gut gebrauchen. Ab hier zum Mauer Base. Die Baupläne kümmern wir uns später. Jetzt haben wir diesen Kerl auf der Mauer Base. Wo läufst du hin, Mann? Ich bin hinter dir, falls du es nicht weißt. Bleib unten. Ja, die Baupläne, ich weiß schon, wo die sind. Hey, der ist ja mal gar nicht so schlecht. Hohe Stufe bei der Informationsentwicklung. Her damit. Dieses Faltenrettungs-, dieses Faltenabholungsgeld ist richtig Hammer. Ich frage mich, ob man solche Geräte auch hier in Wirklichkeit bauen könnte. Marker placed. Okay, jetzt haben die wieder Alarm geschlagen. Aber ist mir komplett egal. Ich hab was anderes zu tun. So, ich hol dich raus. So, guten Flug. Da ist wieder ein Stadtwehrer da. Das können wir nicht brauchen. Diese Flakstellung können wir da auch rausholen. Die können wir auf der Mauer Base richtig gut brauchen, falls irgendjemand auf die Idee kommt, unsere Basis anzugreifen. Kann auch passieren. Man kann nicht wissen. Geh doch nach Hause, verdammt. Ich habe ihn schon erledigt, Quiet. Complete. Don't move.
Ganz ruhig. Mach ihn fertig. Sehr schön. Guter Schuss. Ich höre wieder eine Kassette. Dancing with tears in my eyes. Sagt mir nichts. You have arrived at your destination. Was zum... Wo kommst du denn jetzt her? Ich will nicht prägnen. So ist es richtig. Where are the others? Talk. Deine Leute interessieren mich jetzt nicht. Ich habe die alle erledigt. Naja, fast alle. Es sind noch ein paar von denen hier noch übrig. Oh, da ist ein Bauplan. Ja, damit. Diamant auch. So, Gefangener. Rückkomm. Wallbaum. Ich hol dich einfach raus, okay? Moment, hier ist noch einer. Boah, kannst du dich um ihn kümmern? Oder beziehungsweise ihn irgendwo finden? Nicht, dass er mir jetzt gleich diesen Gefangenen jetzt hier schießt. Okay, das hat er nicht gemacht. Das ist gut. Subject on board. Leave the rest to us. Wir hätten das lieber auf die andere Tour machen sollen, aber sei es drum. Du hast mich entdeckt, ich habe dich auch entdeckt. So, das müssen die Walker hier sein. Ich hol die. Wisst ihr was? Ich hol die lieber mal raus. Die Walker Gear können wir gut gebrauchen. Wir können von denen auch einige, ich sag mal jetzt, Techniken rausnehmen. Oder was Neues mit denen basteln. Kann ihr wissen. Great. Target extraction confirmed. Diesen LKW hole ich auch mal raus. Auch wenn das komisch klingt. Der Luftabwehrer da ist Geschichte. You destroyed their anti-air radar? Yep. It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. Chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Dennoch ist die Mission noch nicht komplett vorbei. Ich muss noch einige hier finden. Wo sind die anderen hier? Verdammt. Also ich habe hier zwei rausgeholt. Weg mit diesem Ding. Damit können sie dann nicht gut die Verstärkung dann rufen. So, und diesen auch. Waren das alle? Alright, target extracted. Yep. Great. No targets remaining. Perfect. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Ja, aber bevor ich das mache, möchte ich gerne zurück zu diesem Lager da laufen. Der ist nicht außerhalb der Missionszone, das ist gut. Weil dort gibt es einen weiteren Bauplan. Es ist mir egal, ob das eine Bonusmission ist oder nicht. Ich möchte einfach die Baupläne haben, weil die Entwicklung muss voranschreiten. Seien wir mal ehrlich.
Ich sehe schon, dass hier auch ein paar Arschlöcher sind. Enemy presence detected. The map has been development project has been at analysis. Oh, zwei Jungs sogar. Analysis complete. Ja, kommt her, Jungs. Hier ein Headshot für dich. Und du auch weg. Enemy presence detected. The map has been updated. Gute Flucht. Oh, die haben da noch ein paar Rohstoffcontainer. Her damit. Die sind meine. Alle. Ah, da ist noch einer. Nee, der ist nicht zu gebrauchen. Tschüss. 12 Kopfschüsse, meine Güte. Dafür wird es eine ganz hohe Punktzahl geben. Da ist noch mehr Material. Ja, damit. Alles meins. Analysis complete. Aha. Den können wir gleich kurz befragen. Guard post captured. Where are your friends? Speak. Das war eine schlechte Entscheidung von dir. Hey, was zum... Nicht loslassen, Snake. Ich wollte ihn einfach hier rüberziehen, aber... Verdammt. Hände schön oben halten. Den können wir aber auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich stelle hier schon mal ein paar Fangkäfige auf. Weil wir brauchen weitere Tiere und GMP. So. Auf zum Mara Base. Auch gut gebrochen. He's coming too. Roger that. Das ist eine komische Blume. That's African peach. The shape of his petals gives it the nickname the pincushion. It's used in local traditional medicine as a pain reliever and tranquilizer. Ah, interessant. Gut, ich würde mal sagen, wir haben hier alles erledigt. Jetzt hauen wir von hier ab. Es bleibt hier nichts mehr anders zu tun. Wir haben alle Soldaten getötet, beziehungsweise auch einen hier rausgeholt. Die Mission ist erledigt. Wir haben nichts mehr weiter. Könnte ich auch nebenbei noch weitere Pflanzen sammeln. Pico braucht wieder mal. Heute auch gut gemacht. Sehr schön. Mission erledigt. Exfiltrated Hot Zone. That's it. You've made it out of the Hot Zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Extraction.
section arrived at Mother Base. Mission complete, Boss. Rang S. Läuft. Nice. Schon viel besser. Ja, GMP und Heroismus ist richtig gut. We were right. Once you'd eliminated those Walker gears, a resupply call was made from Ditati to CFA headquarters. The CFA then contacted none other than Saner. That's right, the shell company that owned Mfinda Oilfield. So Saner was just a front for Cypher. The resupply won't be happening just yet. But we did learn that the Walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently, there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. I'll have the intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with Walker gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Da kann ich dir recht geben. Da kann ich dir recht geben. Auf jeden Fall hat Cypher auf jeden Fall irgendetwas Komisches vor. Was auch immer das sein kann, ist auf jeden Fall nicht gut. Ja, die Elite-Soldaten, das ist auf jeden Fall richtig gut. Je mehr Elite-Soldaten, desto besser. Um Personal kümmere ich mich später. So, jetzt möchte ich mal gerne... Cypher has to be involved with this distribution network somehow. One thing in particular caught my eye. A convoy that regularly crosses the Savannah. On paper, it's just mined resources going to the government, but the security's much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. Konvoi, sagst du? Gut, aber ich habe jetzt keine Zeit für den Konvoi, ich habe was anderes zu erledigen. Und zwar, es gibt hier eine Mission, die mich richtig interessiert. Und zwar, fangen Sie den legendären Braunbären. Machen wir hier. Diese Mission hat mich schon beim letzten Part ein bisschen so ins Frage gestellt. Und ich denke mir, ey, was ist das denn jetzt für eine Mission? Aber da wir ihn wahrscheinlich noch suchen müssen, will ich hier jetzt lieber Didok auch hier noch mitnehmen. Da es ein Tier ist, würde ich das auch gerne nicht töten, sondern auch sozusagen, ja, betäuben. Deshalb, nehmen wir mal diese Maschinenpistole mit Gummi geschossen. So. Hab ich hier nicht ausgewählt oder was? Ich dachte, die wurde aktualisiert. Komisch. Starten wir. Legendären Braunbären. Ich dachte, das machen die Fangkäfige für uns, aber... Okay, dann müssen wir das mit unserer eigenen Hand jetzt das alles machen. Kann er sich aber nur verstecken. Be careful down there, boss. Ja, ja. So. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Didi, such mal schon nach Spuren. Der muss hier irgendwo sein. Da hat er gerade sein Geschäft gemacht.
wollte ihn nicht da stören. Gut, Didi. Los geht's. Der muss irgendwo sein. Wo ist er jetzt? Extraction arrived at Mother Base. Ich habe so ein Gefühl, dass er irgendwo auf der anderen Seite von diesen Bergen ist. Enemy presence detected. Klingt komisch, aber vertraut mir, ich hab so ein Gefühl. Weil hier kann ich ihn nirgendwo finden. Weil da steht sogar ein Außenposten links von mir. Ich bezweifle, dass ein Braunbär es wagen würde, einen Außenposten dann einfach so anzugreifen. Vor allem, da stehen auch sogar Wachen. Die würden ihn in 0, nichts erledigen. Und auf der Karte sieht es so aus, als könnte man hier irgendwo drauf klettern. Ich frage es aber nur, wo? Snake ist kein Spider-Man. Einfach so kann er nicht auf den Gebirgen klettern. Diese Stelle da vorne sieht aber richtig gut aus. Ja. Wenn man solche Verzierungen bei den Gebirgen oder bei den sonstigen Wänden oder Objekten sieht, dann heißt es, dass man dort klettern kann. Ich habe die schon einmal benutzt, als wir das Lager gesäubert haben, wo wir den Gefangenen dort rausgebracht haben. Ja, du musst leider da unten bleiben. Ich guck schon. Ja. Alles klar. Frage zurück. Ich sag nichts dazu. Didi kann auf jeden Fall offenbar auch klettern. So. Wo ist dieser Braunbär? Sehen Sie an, da haben wir schon was. So, ganz vorsichtig, Didi. Wo ist der? Da ist er. Them leaving you alone if you play dead are just a myth, boss. Think carefully before you decide to take one of them on. Naja, so ganz ein Mythos würde ich das lieber nicht nennen. Also, es kommt darauf an, um welche Art von Bären es sich handelt. Bei einigen funktioniert das, wenn man sich totstellt, dann lassen die dich in Ruhe. Bei einigen funktioniert das nicht. Und da würde ich lieber sagen, löst du aber sofort da weg. Stay. Aber wir versuchen das jetzt mal. Uns tot zu stellen. Ich bezweifle, dass es funktionieren wird. Aber ein Versuch ist es wert. Und er kommt jetzt nahe. Lockflasche. Ich könnte jetzt gleich eine Lockflasche auf ihn benutzen. Clouds approaching. Oh shit, oh shit, oh shit! Ah, du! Oh, du! Kleines Fellstück. Kleines Fellmiststück. Snake, halt dich sofort. Er hat ihn angebrochen und jetzt hat er mich auch noch getötet. Wow. Boss, komm in. Alles klar, damit wäre unser Mythos totzustellen, wenn du einen Bären siehst, schon auf jeden Fall gescheitert. Was ist denn gescheitert? Also, das ist einfach nicht akzeptabel, sich totzustellen. Aber wie gesagt, Leute, es gibt einige Bärarten, wo man sich totstellt und bei denen klappt es.
Aber wie gesagt, das klappt nicht bei jedem. Nicht jeder Bär ist einfach so zu verarschen. Und wo ich auch gesagt habe, man soll vor einem Bären weglaufen, macht das nicht. Erstens, der Bär läuft schneller als ein Mensch. Zweitens, ihr werdet wahrscheinlich eine niedrige Chance haben, ihm zu entfliehen. Auch wenn ihr, sag ich mal jetzt, weiß ich nicht, über wie viele Meter jetzt von ihm entfernt seid, er wird euch riechen und er wird euch dann finden. Vertraut mir, dann habt ihr richtig große Arschkarte. Wenn ihr einen Bären seht, dann geht einfach ganz ruhig dann einfach weg von ihm. Aber macht keine Panik. Das ist einfach ein blöd. Ja, das haben wir schon gerade getestet. Jetzt ist... Boah, du verdammter Bastard, ey. Du hast die doch erwischt. Komm her, du... Scheiße. Sieht aber aus wie ein Polarbär. Und nicht wie ein Braunbär. So ein Klima für einen Polarbären wäre nicht gut. Oh, du verdammter. Ja, was sagst du jetzt, ne? Kannst nicht klettern, was? So viel zum Thema Bären können klettern. Hier, hast du ein paar Gummis in die Fresse. Komm her. Junge, das war knapp. Und nein, Leute, Bären können klettern. Die können richtig gut klettern und auch richtig gut schwimmen. Aber auf diese Höhe kannst du mich jetzt nicht erreichen, was? Ja, Schwein gehabt. Wo bist du hin, verdammt? Komm her. Ganz genau, so ist es. Tja. Hast du mich jetzt nicht mehr erwischt, ne? Ich sag mal, wie viele Gummigeschosse kann denn noch aushalten? 5-6 Betäubungsfalle reichen aus, um einen Bären zu betäuben. Aber der braucht hier, weiß was ich, schon über 200 Gummigeschosse. Ich weiß, das ist kein Betäubungsgewehr, aber es eignet sich dafür perfekt als ein Betäubungsgewehr. Didi. Ja, da bin ich wieder verletzt. Ich kann schon verstehen, dass Didi mit ihm nicht aufnehmen kann. Ein Bär würde einen Hund in 0,0 einfach zerreißen und einfach wie ein Fleischhaufen einfach da fertig machen. So, sehr schön. Er ist jetzt betäubt. Aber das ist für Didi, dass du ihn verletzt hast. Stück Scheiße. Bleib schon liegen. So, jetzt hole ich ihn raus. Oh, Junge, Junge. Höhenflug. Side-op completed. Side-ops list updated. Extraction arrived at Mother Base. Perfekt. Das ist sogar ein Himalaya-Bär. Kurz mal gucken. Ja, es bleiben nicht so viele Missionen jetzt noch übrig. Wir holen mal den Elite-Soldaten raus. Elite-Soldaten brauchen wir immer. Und wenn ihr dachtet, dass mit diesem legendären Braunbär das jetzt vorbei ist und das nur eine Mission war, Soweit ich weiß, gibt es noch mehr. Aber die haben nicht alle mit Bären zu tun. Soweit ich weiß, gibt es auch eine, wo man sogar eine seltene Vogelart fangen muss. Und die ist extrem verdammt schwer. Okay, ich sag jetzt nicht schwer, aber diesen Vogel da, das ist nicht so einfach. Aber es ist machbar. Oh, wir brauchen ein bisschen nach hinten zu laufen. Ich würde mal vorschlagen, wir laufen zu dieser Basis da.
Wir benutzen dann die Schnelltransportfunktion und wir fahren dann zu unserem Elite-Soldaten. So geht das einfacher als der Bus. Zwar nur ein Scharfschützengewehr, aber ich glaube, das sollte reichen. Falls nicht, fordere ich einfach die Feuerunterstützung und dann machen wir hier Disco. So, wir sind fast da. Aber ein Außenposten. Aber wir können dort auch was unternehmen. Pflanzen her damit. Nur zwei von denen? So viel zum Thema gut bewacht. Ah ne, das sind drei von ihnen. The map has been updated. Ich habe doch 20 Geschosse. Das wird reichen. Ah, Mist. So. Wir haben Treibstoffressourcen. Analysis complete. Okay, Basisentwicklung ist bei ihm hoch. Der kann uns richtig gut nützlich sein. Analysis complete. Der ist als Kämpfer richtig gut geeignet. Perfekt. Da haben wir schon zwei Freiwillige für Marabes. Guten Flug. Subject on board. Leave the rest to us. Hier sind weitere Ziegen auch noch. Schafe. Oh, Didi, lauf nicht in meine Faust rein. Meine Betäubungsgewehre, also in diesen Gummigeschossen, sind jetzt alle, deshalb muss ich das so jetzt leider machen. Aber in der Zukunft werde ich auf jeden Fall mir merken, dass wenn ich die Schafe, Ziegen oder sonstige Tiere hier fangen möchte, dann werde ich einfach diese Betäubungsgewehre einsetzen. Weil tot nützen die uns nichts. Dafür bekommen wir überhaupt keine Belohnung. So, da ist sogar eine Wache da drin. In dieser Hütte da. Um die kümmern wir uns jetzt gleich. Was geht? Ein paar Rohstoffcontainer. Ich denke, die haben nichts dagegen, wenn ich mir ein paar davon nehme. Bestimmt nicht, ne? Sehr schön. Da ist noch einer. Oh, das ist gut. Jetzt haben wir auch diesen Lieferpunkt hier aktualisiert, das heißt, wir können auch diesen Lieferpunkt jetzt für unsere Schnellfunktion auch benutzen. Sehr schön. Oh, wie viele Materialien gibt es denn hier bitte? So. Jetzt auf. Wir holen jetzt diesen Soldaten raus. Sehr schön. Wo ist jetzt dieser Elite-Soldat? Habt ihr das mit diesem LKW da gesehen? Profifahrer an Bord oder was? Nicht schlecht.
Der soll mal bei Formel 1 auftreten. Ah, ich sehe schon. Den Elite-Soldaten hat er schon entdeckt. Sehr schön. Aber wir kümmern uns jetzt lieber um die restlichen Soldaten, bevor wir uns um den Elite-Soldaten kümmern. Damit die restlichen Soldaten uns keine Ärger bereiten. Analysis complete. Der hat niedrigen Status. Sorry. Aber es geht nicht anders. Ich brauche höhere Statistiken, nicht niedrige. Transport, Hinterhalt, erfolgreich. Alles klar, das ist sehr schön. Sehr schön. Ich werde die gleich auch noch auf weitere Missionen schicken. Oh verdammt. Oh verdammt. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall mehr Soldaten, als ich mir gedacht habe. Beim letzten Mal waren es nicht so viele. Schrotgewehr. Ja, bei den Spezialisten weiß ich schon. Mach ihn fertig. Sehr schön. Sehr schön, Lili. Warte ab, warte ab. So, jetzt bist du dran. Rohdiamanten, sehr schön. Dankeschön, Kamerad. So, da ist dieser Elite-Soldat. Ganz ruhig. Where are the others? Guten Flug. Elite-Soldat rausgeholt. Fertig. Nein, die falsche Richtung. Ja, so geht's auch. Dankeschön. So, du gibst jetzt mal Ruhe. Kein Alarm schlagen. So, ich rufe jetzt mal Big Watt. Der soll mich jetzt mal rausbringen. Aus dieser Einöde. Da sind die Rohdiamanten. Und eine Menge Rohstoffressourcen. Okay, ich würde mal sagen, Peacock muss ein bisschen warten. Ressourcen gehen vor.
zu wissen. So, die schnappen die. Ich weiß, dass es eine Scharfschütze ist. Das ist ein gutes Scharfschützengewehr. Renn auf. Scheinbar haben die jetzt da über mich gesprochen. So Jungs, was geht? Jetzt kümmere ich mich um den anderen. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen, denn Pequod wird nicht lange dort bleiben. Ich glaube, der wird so nach 5 oder 6 Minuten dann abhauen, wenn er merkt, dass ich da zu der Landung nicht komme. Oh, Pequod geht jetzt in den Kampfstatus. Deckung. Schnapp sie dir, Pequod. Perfekt. Verstanden. Ja, warte dort schön. Ich bin gleich hier fertig. So, das Funkgerät ausschalten. Keine Verstärkung für die. So, jetzt ganz schnell die Rohdiamanten abholen. Und dann war's das. Nein, nicht benutzen, sondern rausholen. Sehr schön. Da ist es. So, raus hier. Pequod, ich komme. Extraction arrived at mother base. So, meine Güte. Das war auf jeden Fall Hammer. Anstrengend, aber Hammer. Und der Sandsturm hat sogar gerade angefangen. Da haben wir auf jeden Fall gerade Glück gehabt. Leopardgecko, gelber Mittelmeerskorpion hatten wir schon, Bechsteinfledermaus, Rennmaus, das war's. Ja, damit können wir jetzt eine gute Belohnung bekommen. Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle einen Schnitt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Metal Gear Solid 5 für Phantom Pain. Und wir werden sehen, was da alles weiter passieren wird. Bleibt dran, es wird weitergehen. Clouds approaching.